Dieses kleine ein Detail und damit willkommen zu einem neuen Video hier auf eurem Fußballschuhkanal Nummer 1. Und heute geht es natürlich um einen ganz besonderen Fußballschuh. Und zwar diesen hier, habt ihr schon gesehen, den CR7 Signature Schuh Nike Vapor und auch natürlich als Nike Superfly. Wir schauen uns also heute zwei neue Nike Fußballschuhe an, beziehungsweise es ist ja ein Nike Schuh, ihr wisst ja auch, um welchen Schuh es geht. Um den Cristiano Ronaldo Fußballschuh, was ich genau meine und ja, wie ihr euch diesen Fußballschuh sichern könnt, gibt es jetzt im Video. Viel Spaß dabei und let's go! Das ist der brandneue Cristiano Ronaldo Signature Fußballschuh. Das endlich mal wieder sagen zu können, ist auf jeden Fall für mich eine absolute Freude, denn es hat ja sehr lange gedauert. Musste jetzt über ein Jahr warten, beziehungsweise eineinhalb Jahre waren es jetzt fast. Zum Spark Positivity im Superfly 8 zur EM. Das war sein letzter regulärer Signature-Schuh und jetzt endlich nach Kylian Mbappé ist auch wieder CR7 an der Reihe und bekommt hier gleich mal einen ultra heftigen Schuh, muss ich ganz klar so sagen. Auch wenn mich hier ein kleines Detail stört, das wollen wir uns natürlich heute gemeinsam anschauen. Jetzt schon mal coole Info, den Fußballschuh gibt es jetzt zu kaufen, ist limitiert, das heißt, seid auf jeden Fall schnell. Link dazu unten in der Beschreibung. Zum Verkaufsstart bei Absolut Teamsport am 3.11. gibt es dann für euch nochmal eine sehr coole Aktion. Solltet ihr auf jeden Fall mal ja, auf Instagram bei Dein-Fußballschuh vorbeischauen und auch am Mittwoch im YouTube-Video. Da werden wir eine coole Aktion für die Absolut Teamsport Community machen, deswegen seid auf jeden Fall gespannt. Wer sich den Schuh jetzt schon sichern möchte und nicht warten kann, beziehungsweise sich diesen limitierten Schuh nicht entgehen lassen will, findet jetzt alle Links dazu unten in der Beschreibung. Ein sehr starker Fußballschuh, ist limitiert, es gibt keine genaue Anzahl, oder man weiß keine genaue Anzahl, wie viel es davon jetzt zu kaufen gibt, aber CR7 Schuhe, ihr wisst, die sind eigentlich immer sehr schnell ausverkauft, deswegen schaut dort gerne vorbei. Wir wollen jetzt über diesen Fußballschuh heute nochmal im Detail sprechen und auch einen Blick auf die aktuellen Signature-Schuhe der Konkurrenz bzw. ja, den anderen Spielern zu gucken, um zu schauen, ja, wer hat aktuell eigentlich die Nase vorne. Das schauen wir uns heute natürlich gemeinsam an. Ihr kennt den Schuh auch schon aus dem Playtest. Da haben wir ja schon den Cristiano Ronaldo Fußballschuh für euch in Action gezeigt. Und ich muss ehrlich sagen, desto länger ich diesen Schuh sehe, desto krasser feiere ich den. Am Anfang auf Bildern in den Schuhnews, muss ich sagen, ja, war ich so ein bisschen skeptisch, fand ich nicht zu krass. Jetzt aber den Schuh so in der Hand zu haben vor der Nike Vapor, muss ich sagen, sieht ultra heftig aus. Von oben dieses Muster feiere ich geisteskrank. Bin gespannt, wie ihr das seht. Ihr habt es auch schon gehört, mich stört hier so ein Detail. Beziehungsweise, ich glaube, wenn man das noch geändert hätte, wäre der Schuh so eine absolut geisteskranke 10 von 10. Und zwar diese Nikes, wo hier haben wir so einen bronzenen Farbton. Sieht so ein bisschen aus wie Lego oder Playmobil, weil das einfach so ein bisschen, ja, billig hört sich immer so hart an, aber ich muss euch ganz klar so sagen, dass es nicht so hochwertig aussieht wie der Rest vom Schuh. Und jetzt stellt euch mal vor, dieser Nike Swoosh wäre einfach Metallic Gold. Also wirklich hier so glänzendes Obermaterial, das würde, glaube ich, den Schuh so heftig aufwerten. Das ist zumindest meine Meinung. Da hatte ich gedacht, das wäre schon für einen Signature Schuh schon angebracht, hier ein bisschen Gold einzubringen. Das würde so krass aussehen. Nichtsdestotrotz natürlich trotzdem ein geiler Fußballschuh, den wir uns natürlich jetzt nochmal kurz für euch im Detail und zwar im Unboxing anschauen. Starten rein mit dem ersten Schuh und das ist der Nike Vapor 15 Elite CR7. Hat keinen speziellen Namen und leider auch keinen speziellen Karton. Das war früher ein bisschen cooler, aber der Schuh an sich, ihr habt es gehört, den feiere ich ja ultra hier erstmal als Nike Vapor. Vor allem von oben dieses Muster finde ich extrem stark. Habt ihr ja schon gehört, so ein bisschen, was mich so ein bisschen stört. Dieser Nike Swoosh, wenn der Gold wäre, stelle ich mir vor, wie krass das aussehen würde. Aber trotzdem ultra gelungener Schuh, kann man nicht anders sagen. Hier auch die Innenseite, auch hier der Nike Swoosh untergebracht in diesem bronzenen Farbton. Genauso hier dieses dunkle, ich glaube auch komplett in Weiß-Blau hätte es noch ein bisschen cooler aussehen können als diesen dunklen hier, aber klar, nochmal als Kontrast. Die Sohle hat hier auch nochmal coole Details, muss man auch nochmal zeigen. Hier nämlich das gleiche Muster auch noch in dem Air Zoom Tag eingearbeitet, finde ich sehr cool. Wahrscheinlich kann man es jetzt nicht erkennen wegen dem Licht. Also ein bisschen kann man erkennen, dieses Muster ist auch hier auf der Innenseite, also das hier ist hier auch hier drin. Finde ich sehr cool, und auch dieses Muster, ich zoome ein bisschen ran. Ist schon sehr cool, detailreich. Vor allem hier zum Beispiel der Safari-Fußballschuh untergebracht. Hier haben wir nochmal den vom Portugal Signature Schuh, also wirklich sehr geil gemacht, dass man hier noch so ein paar coole Sachen eingearbeitet hat. Und weil ihr euch auch mal dafür interessiert, holen wir natürlich auch mal noch den Beutel raus. Der ist nämlich auch hier wieder sehr cool. Und zwar, ich zeige es euch mal, hier das CR7 Logo eingearbeitet. Jetzt mal ein bisschen zur Seite, klappt das mal richtig auf. Und dann haben wir quasi das Muster vom Schuh auch hier noch auf diesem Beutel untergebracht.
Es ist der CR7-Schuh, das heißt, müssen wir natürlich auch den Superfly noch angucken. Der sieht identisch aus, noch die Socke, hier haben wir so blaue Details untergebracht, finde ich echt cool. Ich muss sagen, desto länger ich diesen Schuh angucke, desto krasser finde ich den ehrlicherweise. Bin mal sehr gespannt, wie ihr die ganze Thematik seht, aber ja, dieser Fußballschuh ist schon wirklich echt ultra heftig geworden, feiere ich ja mega. Und ja, wenn das noch Gold wäre, ich glaube, das wäre nochmal deutlich krasser gewesen, aber ist vielleicht auch nur meine Meinung. Endlich war also Cristiano Ronaldo mal wieder in der Reihe mit einem neuen Signature-Schuh und gleich mit einem absoluten Gerät. Ich bin mal sehr gespannt, wie ihr das seht. 1 bis 10 in den Kommentaren da lassen, natürlich auch gerne. Welchen findet ihr besser? Nike Superfly oder Nike Vapor optisch? Ich muss tatsächlich sagen, ich bin tatsächlich beim Nike Vapor. Aber es ist natürlich der CR7-Schuh, deswegen lassen wir den Superfly stehen. Ihr habt es gehört, es hat sehr lange gedauert, bis er jetzt wieder einen Signature-Schuh bekommt. Und zwar zuletzt war natürlich hier Kylian Mbappé mit seinem Nike Superfly 9KM am Start. Den fand ich auch sehr, sehr cool. Auch wenn er natürlich, wie gesagt, ein bisschen zu dunkel für mich ist, haben wir ja schon im Video geklärt. Nichtsdestotrotz sehr spannend zu sehen, dass CR7 hier immer mehr die zweite Geige spielt, leider. Aber ja, die Zeit ändert sich natürlich auch und Kylian Mbappé wird die Superfly-Linie übernehmen, sprich in die Fußstapfen von CR7 treten. Hat deshalb auch den Kylian Mbappé Nike Superfly 9KM bekommen. Muss aber tatsächlich sagen, dass ich ganz klar beim Team CR7 bin, was die Signature-Schuhe angeht. Der sieht einfach nochmal geiler aus. Ich finde, optisch macht der nochmal ein bisschen was her. Ich finde einfach optisch die hellen Schuhe sowieso mal besser. Und muss sagen, deswegen geht das Duell hier an Cristiano Ronaldo. Könnt gerne, wie gesagt, auch abstimmen, was ihr hier für eine Meinung habt, welcher Schuh ist cooler. Aber CR7, also nach Kylian Mbappé, jetzt erst der Spieler mit dem Nike Superfly 9 Signature-Schuh. Dieser Fußballschuh wird dann auch bei der WM zum Einsatz kommen. Also, ja, dauert ja nicht mehr lange bis zum Start der WM. Ich kann es absolut null vorstellen. Aber das ist jetzt nur mal so dahingesagt. Signature-Schuh aktuell ein ganz spannendes Thema. Wir hatten ja auch zuletzt den Neymar Signature-Schuh, den Puma Future 1.4 Rare in Silber. Auch den Schuh werden wir natürlich jetzt in den kommenden Tagen, haben wir ja schon gesehen, oder ein bisschen mehr noch in Action sehen, bis dann sein WM-Schuh kommt. Aber Silber auch sehr, sehr cool gemacht. 2 verschiedene Schnürungen. Aber auch hier muss ich sagen, der CR7-Schuh hat meiner Meinung nach die Nase vorne in diesem Duell. Stichwort Blau, da gibt es nochmal einen Signature-Schuh, den haben wir natürlich auch hier. Und zwar den hier. Ich stelle es mal so rum hin. Den von Raheem Sterling. Auch hier blaue Farbe auf jeden Fall. Das Detail sehr, sehr auffällig am Schuh untergebracht. Der Schuh für Raheem Sterling, Road to Success hieß der ja. Oder die Linie von dem Bus, die er damals nehmen musste zum Training und auch auf dem Obermaterial abgebildet ist. Einfach so das Thema, was man für den Erfolg alles aufgeben muss. Finde ich sehr cool vom Motto. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, der CR7 Schuh auch hier die Nase vorne. Ihr könnt gerne euer Feedback 1 bis 5 oder 1 bis 4 in den Kommentaren da lassen. Für mich aktuell Platz 1 der CR7 Schuh, Platz 2 Neymar Junior, Platz 3 Kylian Mbappé und Platz 4 Raheem Sterling. Könnt gerne mal sagen, wie ihr das Ganze seht. Auch der Schuh hat hier ein sehr spannendes Motto, haben wir im Playtest noch nicht ganz so sagen können. Und zwar dieses Muster, kennt ihr vielleicht ja von diesem Keramikmuster, von der portugiesischen Kultur kann man sagen. Ist es hier übernommen, auch die Farben finde ich sehr geil und auch für Sammler ein absolutes Highlight am Schuh selbst, habt ihr am Unboxing gehört, sind da nochmal so ein paar Signature-Schuhe untergebracht, einfach aus den vergangenen Drops, zum Beispiel hier Safari, kennt ihr auch aus der Boot Wall und natürlich auch hier dieser vom, ja damals, ich glaube das war, vom Portugal-Schuh, die kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Haben wir also mal den Safari-Schuh, können wir ganz gut erkennen, dieses Muster und hier, das war ja auch ein Signature-Schuh, den ich ultra gefeiert habe. Da haben wir dieses C, wo ich gerade erwähnt habe, bei diesem Signature-Schutz zur EM. Der hatte auch damals so eine ziemlich geile Sohle. Ziemlicher Flashback hier zum Nike Superfly damals, 6 und 7. Die fand ich einfach sehr, sehr geil, auch optisch. Und der Schuh spielt hier auch eine Rolle. Insgesamt also ein extrem stimmiger Fußballschuh, auch was das Design angeht. Von mir gibt es hier bis auf den Nike-Swoosh eigentlich nichts zu meckern. Bin gespannt, wie ihr das Ganze seht. Falls ihr euch den Schuh sichern wollt, ihr habt es gehört, schaut dort gerne mal in der Beschreibung vorbei und seid gespannt im Laufe der Woche, was da auf euch zukommt. Aber auf jeden Fall ultra, ultra heftiger Fußballschuh und mich als CR7-Fan freut es einfach unnormal, dass er jetzt endlich wieder einen Signature-Schuh hat. Kommen wir zu den Fragen aller Fragen. Hat dieser Fußballschuh hier, der neue CR7-Schuh, einen Platz in der Boot Wall verdient? Ich muss sagen, ich habe hier eine ganz, 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 ganz klare Antwort. Und zwar, ja, der muss in die Boot Wall. Ich habe auch schon so einen kleinen Plan, wo ihr gerne abstimmen könnt. Und zwar wird dieser Schuh tatsächlich seinen Platz hergeben müssen, aber verschwindet nicht aus der Boot Wall, sondern der landet hier drüben für den Haus des Geldes Fußballschuh, dass wir hier
unter der CR7 Nike Superfly Reihe, also hier CR7 Schuh, hier CR7 Schuh, Sancho, Predator und nochmal Superfly, dass hier dann quasi der blaue Schuh reinkommt, einfach nochmal als Kontrast, glaube ich, sieht ziemlich geil aus. Das heißt, Mbappé Schuh wandert nach links und dafür kommt der Spot frei für den CR7 Signature Schuh. Bin mal sehr gespannt, wie ihr das seht, hat er den Platz verdient? Wir werden es in den nächsten Folgen sehen, ob ich das wirklich so gewechselt habe. Und ihr habt es gehört, falls ihr euch den Schuh sichern wollt, er ist limitiert. Nochmal alle Infos unten in der Beschreibung. Als Fußballschuhkanal Nummer 1 wollte ich euch informieren, dass ihr diesen Drop nicht verpasst. Denn das ist jetzt endlich der neue CR7 Signature Schuh. Das war es dann auch schon wieder zum brandneuen Nike Superfly CR7 Signature Schuh. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und wie ihr das Ganze in dieser Thematik seht. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich schon ganz gut mit diesem Nike Swoosh anfreunden, aber ich glaube, in Gold wäre das nochmal geistesdran gewesen. Auf jeden Fall trotzdem ein sehr starker Fußballschuh. Ist es der beste Signature-Schuh dieses Jahr? Ihr könnt gerne abstimmen, beziehungsweise in den letzten Signature-Schuhen. Ich bin sehr gespannt. Diese Woche gibt es dann nochmal 2 Videos zu neuen Fußballschuhen. Seid also auf jeden Fall gespannt. Wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. So bleibt ihr auf dem aktuellen Stand. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Unser Ziel 100.000 Abonnenten. Gewinnspielauflösung folgt dann natürlich in den Fußballschuh-News. Wird heute Abend ausgelost. Das heißt, dann wird natürlich das Ganze hier auch wieder bekannt gegeben. Ihr wisst, dass es auch mit rechten Dingen zugeht. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.